Leben und trauriges Ende von Hilde Kral. Das Leben der Schauspielerin Hilde Kral war geprägt von Höhen und Tiefen, Erfolgen und Tragödien. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das bewegte Leben dieser talentierten Künstlerin und erkunden die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war. Die frühen Jahre von Hilde Kral waren geprägt von ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei und ihrem Talent, das schon in jungen Jahren deutlich wurde. Hilde wurde am 10. Januar 1917 in Wien, Österreich, geboren. Schon als Kind zeigte sie großes Interesse an der darstellenden Kunst und träumte davon, auf der Bühne zu stehen. Ihre Eltern ermutigten ihre künstlerischen Ambitionen und erlaubten ihr, Schauspielunterricht zu nehmen. Diese frühe Förderung trug dazu bei, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei zu vertiefen. Bereits in ihrer Jugendzeit konnte Hilde Kral erste Bühnenerfahrungen sammeln, als sie in Schultheaterproduktionen mitwirkte. Ihr außergewöhnliches Talent und ihre Ausstrahlung fielen auf und es wurde klar, dass sie für die Bühne geboren war. Der Durchbruch in der Karriere von Hilde Kral kam in den 1930er Jahren, als sie am Wiener Burgtheater ihre schauspielerische Laufbahn startete. Zu dieser Zeit erlebte die junge Schauspielerin eine Phase des Aufstiegs und der Anerkennung, die ihren Namen in der Theaterwelt etablierte. Ihre außergewöhnlichen schauspielerischen Fähigkeiten und ihre charismatische Bühnenpräsenz wurden schnell bemerkt. Hilde Kral konnte das Publikum mit ihren Darstellungen in verschiedenen Theaterstücken begeistern und erhielt Lob und Anerkennung von Kritikern und Kollegen gleichermaßen. Es war ihre Vielseitigkeit, die sie besonders auszeichnete. Sie konnte in verschiedenen Genres und Rollen glänzen, sei es in klassischen Dramen, romantischen Komödien oder zeitgenössischen Stücken. Dies ermöglichte es ihr, ein breites Spektrum an Charakteren darzustellen und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Ihr Durchbruch am Wiener Burgtheater öffnete ihr die Türen zu zahlreichen Rollen in den Theaterstücken und ermöglichte ihr, ihr schauspielerisches Repertoire zu erweitern. Es war diese Phase in ihrer Karriere, die den Grundstein für ihren späteren Erfolg legte und sie als eine der führenden Schauspielerinnen ihrer Zeit etablierte. Die Zeit des Nationalsozialismus war eine Periode in Hilde Krals Leben, die von Herausforderungen und Kontroversen geprägt war. Während des Zweiten Weltkriegs geriet die Schauspielerin in die politischen Wirren und den Einfluss des Nationalsozialismus in ihrer Heimat Österreich. Eine der umstrittensten Entscheidungen, die Kral traf, war ihre Mitwirkung in einigen nationalsozialistischen Propagandafilmen. Dies führte nach dem Krieg zu erheblicher Kritik und Diskussionen über ihre Motivation und ihre politische Haltung während dieser Zeit. Einige argumentierten, dass sie aus Angst um ihre Karriere gehandelt habe, während andere ihre Entscheidung als künstlerische Kompromisse in einer politisch schwierigen Ära ansahen. Kral selbst betonte später, dass sie in dieser Zeit versucht habe, ihre Familie und sich selbst zu schützen und dass die politischen Umstände ihre Zeit nicht aktiv unterstützt habe. Dennoch blieb die Zeit des Nationalsozialismus ein dunkler Fleck in ihrer Karriere und in der öffentlichen Wahrnehmung. Nach den Herausforderungen und Kontroversen während der Zeit des Nationalsozialismus erlangte Hilde Kral in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg internationale Anerkennung. Trotz der Schwierigkeiten und Kritik, die sie in ihrer Heimat Österreich aufgrund ihrer Entscheidungen in der NS-Zeit erfahren hatte, war ihre schauspielerische Begabung unbestreitbar. Und sie nutzte die Gelegenheit, ihre Karriere auf die internationale Bühne auszuweiten. Ihr Talent führte sie nach Hollywood, wo sie in mehreren erfolgreichen Filmen mitwirkte. Kral spielte in Produktionen wie Stephanie und Die süßesten Früchte, die sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum positiv aufgenommen wurden. Diese Filme trugen dazu bei, ihren Ruf als erstklassige Schauspielerin zu festigen und machten sie auch außerhalb von Österreich und Deutschland bekannt. Neben ihrer Arbeit in Hollywood setzte sie ihre Karriere auf internationaler Ebene fort und trat in verschiedenen europäischen Produktionen auf. Ihr Talent und ihre Vielseitigkeit ermöglichten es ihr, in verschiedenen Genres und Rollen zu glänzen, was sie zu einer gefragten Schauspielerin machte. Die internationale Anerkennung, die Hilde Kral in dieser Phase ihrer Karriere erfuhr, war ein Beweis für ihr schauspielerisches Können und ihre Fähigkeit, sich trotz der Hindernisse, die sie zuvor überwunden hatte, einen Platz auf der Weltbühne zu sichern. Ihre Arbeit trug dazu bei,
die österreichische Schauspielkunst international zu repräsentieren und machten sie zu einer Ikone in der Filmindustrie. Trotz ihres beruflichen Erfolgs und ihrer internationalen Anerkennung stand Hilde Krall im Laufe ihres Lebens vor einer Reihe von persönlichen Herausforderungen, die ihre Karriere und ihr Wohlbefinden beeinflussten. Eine der bedeutendsten Herausforderungen war ihr Kampf gegen Depressionen. Die Belastungen und Unsicherheiten, die sie während der Zeit des Nationalsozialismus erlebte, sowie die Anforderungen und Erwartungen des Showgeschäfts setzten ihr psychisch zu. Depressionen beeinträchtigten zeitweise ihre Arbeitsfähigkeit und ihr persönliches Leben und sie musste professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Zusätzlich zu den psychischen Herausforderungen hatte Krall auch mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Obwohl sie in erfolgreichen Filmen und in Theaterproduktionen auftrat, konnten finanzielle Turbulenzen und unglückliche Investitionen dazu führen, dass sie in Geldnot geriet. Dies war eine zusätzliche Belastung in ihrem Leben und zwang sie, sich mit finanziellen Problemen auseinanderzusetzen. Trotz dieser persönlichen Herausforderungen bemühte sich Hilde Krall weiterhin, ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei nachzugehen und ihre Karriere voranzutreiben. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Entschlossenheit halfen ihr, diese schwierigen Zeiten zu überwinden und weiterhin in der Unterhaltungsbranche erfolgreich zu sein. Hilde Krall verbrachte ihre letzten Jahre in relativer Anonymität, fernab von den Scheinwerfern der Öffentlichkeit. Nach einer ereignisreichen Karriere und den persönlichen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, trat sie aus dem Rampenlicht zurück und kehrte in ihre Heimatstadt Wien zurück. Am 28. Juni 1999 endete das Leben der talentierten Schauspielerin. Hilde Krall verstarb im Alter von 82 Jahren. Ihr Tod markierte das Ende einer Ära und das Ende einer Karriere, die von Höhen und Tiefen, Erfolgen und Tragödien geprägt war. Ihr Abschied hinterließ eine Leere in der Welt des Theaters und des Films, und ihre Fans trauerten um den Verlust einer außergewöhnlichen Künstlerin. Trotz der Schwierigkeiten, die sie im Laufe ihres Lebens erlebt hatte, wird Hilde Krall immer als eine der großen Schauspielerinnen ihrer Zeit in Erinnerung bleiben.